1. Moin Moin, liebe Sportsfreunde, und herzlich willkommen zurück zu LS19 zusammen mit Nada. Grüße. In der letzten Folge hat Nada hier ja unseren Hafer geerntet und wir hatten ja nebenbei noch das Thema alte Spiele, alte Technik, die gute alte Zeit. Ja, wer erinnert sich heutzutage von der Jugend noch an die Telefonzellen? Keiner. Keiner, nee. Die meisten werden sich ja da den Kopf greifen und sich kratzen. Frau, hä? Was sind Telefonzellen? Oder es wird sich wahrscheinlich kaum noch einer dran erinnern, wie heutzutage ein Röhrenfernseher aussieht. Oh, oder die Röhrenmonitore. Oh, der gute alte 17 Zoll Röhrenmonitor. Mhm. Wenn ich bedenke, wie schwer so ein Monitor früher war, ne? Und du konntest ja keine Disketten daneben hinlegen. Durch die Strahlung der Röhre sind die ja irgendwann kaputt gegangen. Die konntest du nicht mal auslesen. Richtig. Ich sehe dich ja nur angasen. Ja, der Träger hat zum Glück gute Bremsen. Oh ja. Ich nehme mal an, einlagern. Oder ja. Verkaufen, okay. Einlagern, dass wir ein bisschen was auf der Hinterhand haben, falls wir doch mal wieder Kapital brauchen. Weil das Kapital. Stroh. Kapital bra. Sorry, aber den Witz konnte ich mir jetzt einfach nicht merken. Ja, verknallen. Schon klar. Ach, eins muss ich noch sagen für meine Zuschauer: Die Musik, die ihr bei mir hört, die könnt ihr euch natürlich runterladen. Geht einfach mal in die Videobeschreibung. Ich habe dort den Discord-Link reingepackt, nämlich zu Joel's Dude, der Kerl, der die hier gemacht hat. Der macht eigentlich mehr Borderlands-Videos, aber nebenbei macht er auch ein bisschen Musik, alle paar Wochen einen neuen Song. Geschmeidig. Ja. Und das war sogar einer der Glücklichen, der Borderlands anspielen konnte. Oh, ich bin so neidisch. Wobei, dann wird man sich vielleicht die Vorfreude verhageln, wenn man das spielt. Enno? Ja, ich weiß. Ist halt das Spiel, was einen beschäftigt. Na, irgendwann hau ich dir wirklich immer noch mal auf die Finger oder so. Irgendwann schickst du mich mit der Sense hier aufs Feld. So wie früher, da gibt es auch auf YouTube einige Dokumentationen zu der Entwicklung der ganzen Landmaschinen. Mhm. Eigentlich schon interessant, wie das sich alles entwickelt hat. Ja, auf jeden Fall. Und hast du gewusst, dass es sogar von Fendt einen Dreiachstraktor gibt? Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, aber das Ding ist... Es sieht ungewöhnlich aus, okay. Aber das kann einiges. Und es gibt, glaube ich, sogar einen russischen Bauern, beziehungsweise Kleinunternehmer, der in eigener... Projektarbeit über mehrere Jahre hin auch ein Dreiachs-Traktor entwickelt hat. Mhm. Die gibt es sogar, den von Fendt, glaube ich, gibt es auch als Mod für den LS19. Das weiß ich nicht. Deshalb habe ich den erst gefunden. Deshalb weiß ich erst davon. Wie gesagt, das kann ich dir jetzt so aus dem Stegreif nicht sagen. Ja, wie gesagt, ich weiß, das Ding gibt's als Mod. Ob da wirklich so gut ist, will ich jetzt nicht sagen. Ich habe nicht ausgetestet. Dafür ist mein Kanal auch nicht da. Ich mache keine Mod-Vorstellungen. Dafür schaut man bei Kornhub vorbei. Korn. Auch wenn der Name eigentlich total Panne ist, ne? Aber... Mhm. Korn hab oder Jukorn. Das war doch klar. Ja. Ja, komm, wir machen das Konkurrenzprodukt dazu. Weißt du was? Wir machen ein Plugin für den LS19 für Aufnahmen. Und nennen das Bandicorn. Oh. Ja, jetzt wird's wieder flach, ich weiß. DX-Korn. Nee, DXCon ist die Weiterentwicklung von DirectX. Das ist eine neue Grafikunterstützung. Scheiß auf DX12.
Wir arbeiten mit Dexcon. Dann alle nur so, hä? Wollt ihr uns verarschen? Ja, wollen wir. Und wenn ihr drauf angesprungen seid, selbst schuld. Ach, aber wer ein bisschen was von Computer versteht, der weiß, dass das alles nur dummes Gesabbel von uns war. Ja, und das C in CPU steht für Korn, ne? Nee, nee, nee. Und das R in RAM steht für Reis, weil Reis ist ja auch ein Getreide. Ja. Ich hatte sogar mal bei irgendeinem, entweder Fernsehbeitrag oder bei einem YouTube-Video auch gesehen, dass wie denn ein Drescher für die Reisernte aussieht. Da gibt es ja auch spezielle. Mhm, das ist wahr. Die sind deutlich kleiner als unsere. Vielleicht ein Stück größer als die Baumwollerntemaschinen hier, aber mit Kettenantrieb. Halt für die matschigen Untergründe, in denen Reis angebaut wird. Mhm. Ja, Reis wird ja unter Wasser sozusagen, ja. Ja, auf den Terrassenfeldern in China. Mhm. Oh, dieses Geräusch, wenn du die Kamera bewegst. Ich oder was? Nee, wenn man die Kamera bewegt in einem Fahrzeug, so dieses. Ach so, die Fahrzeuggeräusche dann. Mhm. Dieses Stereos. Aber das ist doch auch schon mal was Gutes, kein Modus-Sound. Mhm. Das ist auch wieder so eine Entwicklung. Na gut, eigentlich eine ganz einfache Entwicklung bei Videospielen gewesen. Ja. Dieses Büschlein. Mhm. Aber kann es sein, dass unser Schneidwerk mal eine Reparatur nötig hat? Aufgrund der fehlenden Farbe, meinst du? Ja, das könnte ein Indiz sein. Ich würde so, mach erstmal hier noch das Feld fertig. Das können wir ja dann reparieren. Was dann auf jeden Fall der Drescher noch nötig hat. Und was du nicht nötig hast, ist erstmal Aufmerksamkeit. Du hast hier gerade wieder ein bisschen platt gedrückt. Ja, aber was der Drescher nötig hat, ist vielleicht wieder eine Wäsche. Danach. Ja, danach auf jeden Fall. Also irgendwie in am Ende jeder Session machen wir irgendwie die Fahrzeuge sauber, ne? Ja, ist halt so Ende des Arbeitstages. Jo, so eine Art. Oh, ist das gerade heller geworden? Ja, noch mal ein Stück. So dieser 9 Uhr Umschwung so. Bam, in your face. Dass wir noch nicht angemeckert wurden wegen Ruhestörung um die Uhrzeit. Das wäre ja noch, wenn es sowas ruhig geben würde. Die Leute sind froh, dass wir das Getreide für ihre Brötchen machen. Da sollen sie ja auch noch ankommen und meckern. Wenn wir irgendwann noch hier einen Mod reinnehmen, der uns Gewächshäuser bringt und wir Tomaten und alles mögliche anpflanzen, na, dann können wir auch Pizza herstellen. Würde ich feiern. Naja, für mal. Warte mal. Aber werden hier gerade Kartoffeln angebaut? Oder was wird hier gerade auf der anderen Seite? Ja, Kartoffeln. Wieso? Ja, typisch Russen. Ja, die brennen das Kartoffeln ja noch Schnaps. Wodka. Kein Schnaps. Heutzutage wird ja auch noch ein kleiner Teil der Kartoffelernte in Russland für Wodka verwendet, ne? Das habe ich nicht gewusst. Das ist so. Ja, aber nur noch ein ganz kleiner Teil, ungefähr 10% der russischen Ernte. Naja, ist jetzt wiederum die Frage, wie hat sich das gegenüber früher verändert? Also die Erntemengen. Früher wurde aus fast 70% der Kartoffelernte Wodka hergestellt. Ja, aber wie gesagt, wie ist die Entwicklung der Kartoffelernteerträge russlandweit jetzt gestiegen? Seitdem. Keine Ahnung. Weil
wenn du weiterhin dieselbe Menge an Wodka produzierst, aber die Ernteerträge bei den Kartoffeln steigen, ist ja klar, dass du am Ende weniger prozentual gesehen von den Kartoffeln dafür verarbeitest. Das kann ich dir echt nicht sagen. Ja. Was vielleicht ein Zuschauer? Schreib's in die Kommentare. Ja. Nee. Ja. Muss nicht unbedingt sein, aber das wird gegenüber früher sich schon weit entwickelt haben. Wobei ja. Früher hattest du ja viele Kleinbetriebe. Wie hieß es früher? Hat ein Bauer wie viele Leute ernährt? Das muss ich nochmal nach. 17, 18? Ja, und heute da sind es 150. Ja. Das zeigt schon mal den industriellen Fortschritt, was die Maschinen alles bringen. Ja, aber überleg mal auch, wie viele Bauern es früher gab, ne? Und wie viele Bauern es heutzutage gibt. Ich habe gerade in der Aufnahme was Schönes. Was denn? Ist rechts von dir auf dem Feld eine Krähe? Rechts von mir? Also jetzt zwischen uns? Nee. Okay, dann ist das wieder kleinseitig. Hier tritt nämlich eine Krähe da nicht unbedingt ihre Kreise, sie dreht ihre Linie hin und her, hin und her. Okay. Alles Federvieh. Ach, aber wo wir schon gerade beim Thema Russen sind. Der Russe, an und für sich, ist ja ein guter Mensch, ne? Aber im Keller, da wird der Russe gefährlich. Jo. Was du nicht sagst. Ja, es gibt nur eines, das gefährlicher ist als ein Russe. Oh. Und das ist Röhrig. Fangen beide mit R an. Hm, Zufall? Ich glaube nicht. Ja. Bei wie vielen Minuten sind wir eigentlich mittlerweile? Ach, 12 ungefähr. 12? Ja. Oha. Also so viel haben wir auch nicht mehr. Okay, wo du hier gerade abgeahndet hast, ist auch nochmal eine Krähe, die macht einen auf Linienflieger. Ja, ich sehe es gerade. Genau dasselbe. Ja, die hat sogar noch einen kürzeren Linienflug als die andere. Also ich sehe hier gerade eine, die fliegt im Endeffekt auf der Stelle. Ja, leicht vor und zurück. Mhm. Ja, so wippenartig. Ach, herrlich. Oder schalenartig so. Als ob sie in so eine Schale fliegt. Das hat aber irgendwie auch was Beruhigendes. Vielleicht begattet die, nein. Nein. Der Vogel gerade den Boden. Also, ja. Bin ich auch ziemlich ekelhaft. Nee. Nee. Was ist denn los? Ist er bei dir dort? Aha. Bei mir ist er hier. Und dann einmal hier in die Richtung. Ja. Ach, jetzt ist er weg, wo ich den sozusagen einmal getreten habe. Geht das bei dem hier auch? Juhu, weg ist er. Piss dich. Ey, Junge, ist meine Hut. Dafür kreisen. Nee, das ist auch eine Krähe. Ich wollte schon sagen, jetzt fangen die Geier schon an zu kreisen. Willkommen in Los Santos. Nee, willkommen mit Sandy Shores. Ja, wir sind hier die Bauern, hä? da muss ich dir was aus dem RP erzählen. Und dann raus damit. Es gibt einen bei der Grove Street. Mhm. Er heißt Yassin. Mhm, ja. Und wenn er was sagt, dann und dann beendet er die Sache. Alle setzen immer mit her, her, her. Oh. Ey, das innerlich triggert das so eine. Aber du kannst es halt nicht sagen. Oh. Das triggert ein. Ja, das ist klar. Ja, stimmt. Ich sehe es auch gerade bezüglich unseres Schneidwerks. Der Zustand wird auch schon angezeigt, 27%. Also das müssen wir dann unbedingt mal ausbeulen und neu lackieren. Ja, kriegen wir hin. Ja, sollte nicht teuer sein. Ja. Da würde ich mal sagen, würde unser Drescher, wenn er so einen Zustand hätte, viel mehr kosten.
Ja. Der hat ja schon 100.000 in der Anschaffung gekostet. Ja. Beziehungsweise 100.000 Listenpreis. Ja. Kannst du noch was anderes sagen, also ja? Ja. Und was? Nein. Du weißt doch, ich bin der Ja-Sager. Toller Film mit Jim Carrey. Dann bist du wohl auch Jaja Binks. Nee, lass mir das mit den Witzen. Please kill me. Das können wir schneller machen, als du denkst. Kabel brennt im Drescher und du brennst ab. Ja. Oder du fährst freiwillig in den Fluss. Lässt sich einrichten. Der nächste Fluss ist ja hier nicht weit weg. Stimmt. So. Willst du unbedingt noch die eine Ehre dort abernten? Ja. Das ist die Ehre. Lass das doch als Bestandskante. Den Begriff habe ich auch schon in einigen Dokus gehört, Bestandskante, aber ich habe nie eine wirkliche Beschreibung dazu gefunden, was das denn wirklich genau bedeutet. Ich auch nicht. Das wäre eigentlich mal so eine Frage für Genial daneben. Ja. Gut, man denkt sich, das ist eine Frage für Genial daneben und dann hauen sie mit Glück die richtige Antwort raus. Ach, die letzten Tore, da war bei Genial daneben doch hier von der Erkan und Stefan da. Nee. Doch. Ach du Scheiße. Ich doch, nehme mal an, Sojabohnen auch einlagern? Nee, Sojabohnen direkt verkaufen. Okay, dann gucke ich mal, wo wir den besten Preis kriegen. Sojabohnen gibt es den besten bei der Genossenschaft. Das ist doch gleich hier um die Ecke. Ja, passt. Direkt hier gleich hier an der Ecke. Einmal über den kleinen Grünstreifen und weg und, damit. Und man ist da. Ja, da sind 1750 für einen Kubik. Das heißt, wir kriegen so etwas über 5. Ja, nice. Ja, sogar noch ein bisschen mehr. 6,6. Ordentlich. So, ich würde aber sagen, die Folge ist schon bei 17 Minuten, gleich bei 18. Kannst du mir mal gefallen tun? Ja. Wenn wir kurz in die Seite fahren. Andere Seite. Also von mir aus gesehen einmal in die linke Seite donnern. Wieso das? Hast dich festgefahren? Weil ich hab mich festgefahren, ja. Warte mal, ich schieb's raus. Wozu haben wir denn unser Gewicht vorne dran? Den Rambock. Okay, hat sich ein bisschen stärker verhakt. Warte mal. Ich versuch's nochmal mit ein bisschen mehr Anlauf. Nee. Heb mal an. Schwierigkeiten beim Ende der Ernte. Dann machen wir es halt ganz einfach. Nee, kein Millimeter. Dann machen wir es ganz einfach. Da haben sich die Zinken vom Schneidwerk in den Betonpfeiler verhakt. Ah. Scheiße. Ging das nochmal mit dem Zurücksetzen? Auf die Übersicht gehen, Escape, Map und Gerät auswählen. Geht allerdings nur für das, wo du nicht drin sitzt. Das ist natürlich klar. Ja,
der Anhänger ist jetzt nicht dreckig geworden, den können wir nochmal, so wie er ist, in die Garage stellen. Ja. Dafür müssen aber Drescher und Traktor auf jeden Fall dringendst mal wieder eine Dusche kriegen. Ja, und ich hole mal kurz das Schneidwerk. Na klar, da steht ja die über die Straße beim Händler. Du hast nichts gesehen. Nee, ich habe nach hinten geguckt. Ich musste gerade einparken. So. Jetzt aber wieder mit der Maussteuerung, weil beim Kercher geht es ja sonst nicht besser. Ja. Na komm. Ja. Ja, jetzt blitzt er wieder. So haben wir es gerne. Ja, das gebe ich da auch noch kurz. Ja. Hallo, Gewicht? Willst du sauber werden? Nö. Scheint mir auch so. Oh, ist das Vogelscheiße. Nee, jetzt wird's langsam. Ahnung. Jetzt wird's langsam. Aber das kennst du doch garantiert auch. Die Hähne der Vogelscheiße im Sommer. Ah, Zug! Nee, bei mir nicht, aber das hatten wir ja schon mal am Anfang, das Thema. Yep. Wie sieht's denn eigentlich aus mit... Hallo? Fahrzeugoption, Zustand? Nein. Ich fahr einmal ran. Das Gewicht könnte man reparieren. Na komm. Für 4 Euro, das können wir uns mal geben. Haben wir noch was zum Reparieren? Nee. Dafür müsste ich erstmal das Gewicht abhängen. Bevor ich sehen kann, ob es da Traktor ist. Aber der Zustand ist ja noch in Ordnung. Ja, das muss dringend repariert werden. 25% jetzt nur noch. Uiuiui. Okay, das sind laufende Kosten, die müssen wir auch mit einplanen. Auf jeden Fall. So. Ja. Gewaschen hast du den? Ja. Nein, habe ich nicht. Aber die Räder sind so sauber aus. Ja, bin über ein... so. Sieht das schon besser aus. Oh ja, wie neu. Wobei man soll nicht zu viel sauber machen. Das macht bei Autos zumindest immer den Eindruck, als würde man was verbergen. Wenn man sieht, ein leicht öliger Motor, okay, da hat seinen Betrieb gehabt. Da läuft aber auch ordentlich. Nichts gegen Leute, die ihr Auto pflegen, aber übertrieben pflegen muss nicht sein. Ist wie beim Menschen, wenn du dich zu oft putzt, dann tut es dir zumindest auch nicht gut. Geht's durch zu? Ah. Jetzt. Okay. Ja, die Folge hat mal wieder leichte Überlänge. 23 Minuten, fast 24. Ach, drauf geschissen. Ja, da ich eigentlich ran, da muss nur noch hochladen, ist es ja nicht so wild. Nö. Aber dann sage ich mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like und einen Kommentar. Schaut auch mal bei Nano vorbei. Ja, die Folgen werde ich ja eh immer abwechselnd in die Playlist schmeißen. Ja. Und dann sehen wir uns die nächste Folge wieder. Ciao. Tschüss.